Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wenn man Affinity Photo das erste Mal öffnet, kann man sich aufgrund der Vielzahl an Funktionen und Einstellungen erstmal schnell erschlagen fühlen. Deshalb möchte ich in diesem Video einmal so die wichtigsten Funktionen vorstellen und zeigen, wie man sich auf der Benutzeroberfläche schnell zurechtfindet und somit auch relativ schnell viel aus seinen Fotos herausholen kann. Weil ich davon ausgehe, dass ihr keine Lust habt, stundenlange Videos dazu anzugucken, habe ich versucht, so viele Informationen wie möglich in nur wenigen Minuten zusammenzufassen. Wenn euch dadurch etwas ein bisschen zu schnell geht, schaut ruhig mal bei meinem Blog vorbei, den habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da habe ich das Ganze, was ich euch hier erzähle, auch nochmal als Text zusammengefasst, sodass ihr da auch nochmal nachlesen könnt. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung auch Sprungmarken, wo ihr direkt zu den verschiedenen Unterthemen von hier diesem Video kommt. Aber jetzt quatsche ich auch gar nicht mehr länger rum und würde sagen, wir legen direkt los, also viel Spaß und los geht's. Affinity Photo verfügt über 5 verschiedene Arbeitsbereiche. In der oberen Symbolleiste kann man leicht zwischen diesen Arbeitsumgebungen, die sich hier Personas nennen, hin und her schalten. Je nachdem, in welchem Arbeitsbereich man sich gerade befindet, ändert sich auch die Benutzeroberfläche von Affinity Photo und man bekommt unterschiedliche Funktionen zur Bearbeitung. Letztlich kann man sich Affinity Photo also wie eine Sammlung aus eigentlich 5 Anwendungen vorstellen. Aber keine Angst, die meisten der 5 Arbeitsbereiche wirst du wahrscheinlich eher selten brauchen, weshalb ich hier auch nur die 2 wichtigsten Arbeitsbereiche vorstellen möchte. Einer der wichtigsten Arbeitsbereiche ist die Develop-Persona. Dabei handelt es sich im Grunde um einen RAW-Entwickler, wie man ihn zum Beispiel auch aus Lightroom kennt. In diesem Modus gelangt man automatisch, sobald man eine RAW-Datei mit Affinity Photo öffnet. Über die Schieberegler auf der rechten Seite kann man hier schnell und einfach Anpassungen am gesamten Foto bewirken, indem man zum Beispiel Kontrast, Sättigung oder Helligkeit verändert. Es können aber auch ganz gezielt nur bestimmte Bereiche im Foto angepasst werden, indem man sogenannte Overlays über bestimmte Bildbereiche legt. Dafür wählt man einfach in der Werkzeugleiste auf der linken Seite ein geeignetes Overlay-Werkzeug aus und nimmt anschließend die gewünschten Änderungen über die Schieberegler vor. Unter dem Reiter Overlays hier auf der rechten Seite kann man für die weitere Bearbeitung dann einfach zwischen den erstellten Overlays und dem ganzen Bild wechseln. Wenn man mit der Bearbeitung im Fotoentwickler fertig ist, schließt man das Ganze mit einem Klick auf Entwickeln ab. Die vorgenommenen Änderungen werden dann quasi in das bearbeitete Bild eingebrannt, sodass eine spätere Bearbeitung oder Rückgängigmachung der vorgenommenen Änderung nicht mehr so einfach möglich ist. Zur weiteren Bearbeitung seines Projekts landet man jetzt automatisch im wichtigsten Arbeitsbereich von Affinity Photo, der Fotopersona. Während man im Arbeitsbereich der Develop-Persona größtenteils allgemeine Anpassungen vornehmen konnte, sind der Kreativität in der Fotopersona eigentlich keine Grenzen mehr gesetzt. Über Filter und Anpassungsebenen kann man sein Projekt noch weiter bearbeiten oder sogar Objekte im Bild verschwinden lassen oder durch ganz andere Elemente ersetzen. Deshalb möchte ich jetzt einfach mal die wichtigsten Bearbeitungsmöglichkeiten in diesem Arbeitsbereich vorstellen. Auf der linken Seite findet man verschiedene Werkzeuge. Hierüber kann man zum Beispiel Pinsel zum Malen auswählen, Textfelder und Formen erstellen, den Beschnitt des Bildes verändern oder ganz einfach wie von Zauberhand bestimmte Bildobjekte entfernen lassen. Je nachdem, welches Werkzeug man auswählt, verändert sich auch die obere Menüleiste. Hier kann man dann je nach ausgewähltem Werkzeug noch unterschiedliche Einstellungen an diesem Werkzeug vornehmen. Die meisten Werkzeuge kann man somit relativ unkompliziert direkt auf sein Bild anwenden. Man wählt ein Werkzeug aus, nimmt in der oberen Menüleiste bei Bedarf noch ein paar Einstellungen vor und malt mit dem Werkzeug einfach direkt über die Bildstelle, wo der Effekt des Werkzeugs angewendet werden soll. Sein volles Potenzial spielen Werkzeuge aber erst im Zusammenspiel mit einer anderen grundlegenden Funktion der Fotopersona aus, den Ebenen. Gedanklich stellt man sich die Ebenen am besten wie einen Stapel Papier vor, auf den man von oben drauf blickt. Liegen mehrere Ebenen übereinander, verdecken sich diese gegenseitig, sodass nur die oben liegende Ebene sichtbar ist. Um jetzt sinnvoll mehrere Ebenen bei der Bildbearbeitung einzusetzen, kann man zum Beispiel einen Teil einer Ebene transparent machen, sodass der darunterliegende Teil sichtbar wird. Oder man verändert die Deckkraft einer Ebene, um den Inhalt teilweise transparent zu machen. Diese Technik kann man sich jetzt für unterschiedliche Bearbeitungsmethoden zunutze machen. Zum Beispiel kann man Elemente unterschiedlicher Bilder zu einem Bild zusammenfügen. Jedes Foto stellt eine Ebene dar. Da es sich um sichtbare Bildelemente handelt, spricht man auch von Pixelebenen. Im Ebenenmenü auf der rechten Seite sieht man, in welcher Reihenfolge die Ebenen übereinander angeordnet sind. Wie bei einem Stapel Papier ist zunächst nur das obere Foto sichtbar. Um bestimmte Ebeneninhalte nun transparent zu machen, benutzt man sogenannte Maskierungsebenen. Das sind Unterebenen von normalen Ebenen, die man ganz leicht mit einem Klick auf dieses Symbol im Ebenenmenü erstellt. Die untergeordnete Maskierungsebene selbst ist nicht sichtbar im fertigen Projekt. Allerdings wird alles, was man in der Maskierungsebene schwarz einfärbt, in der übergeordneten Hauptebene unsichtbar. Und hier kommen jetzt wieder die Werkzeuge zum Einsatz. Eines der simpelsten Werkzeuge ist der Malpinsel, mit dem man jetzt einfach mit schwarzer Farbe auf die Maskierungsebene malen kann, damit diese Bildbereiche in der übergeordneten Ebene unsichtbar werden. Wenn man etwas genauer arbeiten möchte, kann man aber auch zum Beispiel eine Werkzeugauswahl mit dem Auswahlpinsel machen. Klickt man nun auf das Symbol für die Maskierungsebene, wird automatisch der nicht ausgewählte Bereich schwarz markiert und somit unsichtbar. Man benutzt die Ebenen aber nicht nur zum Zusammenstellen von Bildelementen.
Ebenso kann man Korrekturen und Anpassungen über die Ebenen vornehmen und sich somit auch hier die Vorteile von Ebenen und Maskierungen zunutze machen. Über Anpassungsebenen kann man ähnliche Einstellungen wie auch schon im Arbeitsbereich der Fotopersona vornehmen, also zum Beispiel Einstellungen von Helligkeit, Kontrast oder Weißabgleich. Im Gegensatz zur Fotopersona werden die Anpassungen hier aber auf einer eigenen Ebene vorgenommen. Diese Ebene kann man dann an eine beliebige Position im Ebenenmenü verschieben, sodass nur die darunterliegenden Ebenen von der Anpassungsebene verändert werden. Möchte man die Anpassung nur auf eine bestimmte Ebene anwenden, kann man die Anpassungsebene auch als Unterebene direkt unter die gewünschte Pixelebene legen. Über Maskierungen kann man genau wie bei den Pixelebenen noch weitere Eingrenzungen vornehmen. Ähnlich wie die Anpassungsebenen funktionieren auch die Live-Filter-Ebenen, zu denen man über dieses Symbol gelangt. Hierüber kann man zum Beispiel künstlich Unschärfe erzeugen oder Vignetten erstellen. Der Wirkungsbereich der Live-Filter-Ebenen kann wieder über die Position in den Ebenen und über Maskierungen gesteuert werden. Es gibt übrigens auch noch normale Filter, die jedoch keine eigene Ebene mit sich bringen. Um einen normalen Filter anzuwenden, muss man zunächst eine Ebene auswählen und wählt anschließend über die obige Menüleiste einen Filter aus. Dieser Filter wird dann direkt auf die ausgewählte Ebene angewendet und kann später aber dann nicht mehr so einfach verändert werden. Im Gegensatz zu diesen normalen Filtern besteht der Vorteil des Arbeitens mit Ebenen darin, dass man alle Änderungen ganz leicht wieder rückgängig machen kann. Außerdem kann man auch zu jedem Zeitpunkt wieder in die Bearbeitung einer bestimmten Ebene einsteigen, indem man diese einfach mit einem Doppelklick auswählt. Möchte man eine Ebene noch weiter bearbeiten, kann man zusätzlich noch Effekte auf die Ebenen anwenden. Dafür wählt man einfach eine beliebige Ebene aus und sucht anschließend bei den Effekten die gewünschte Änderung heraus. Ich füge manchen Ebenen hierüber zum Beispiel gerne einen Schatteneffekt hinzu. Auch die Effekte kann man wie die Ebenen selbst zu jedem Zeitpunkt wieder anpassen oder über einen Haken aktivieren und deaktivieren. So, das waren, glaube ich, auch erstmal ganz schön viele Informationen auf einen Schlag. Wie ihr seht, habe ich versucht, erstmal so viele Themen wie möglich anzuschneiden, um einen möglichst guten Überblick zu bieten. Wenn euch das Ganze zu schnell ging, findet ihr aber, wie gesagt, auch alles nochmal zum Nachlesen auf meinem Blog, den ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Mich würde jetzt mal noch interessieren, welche Themen aus dem Video oder allgemein in Affinity Photo euch besonders interessieren. Lasst mich das mal gerne unten in den Kommentaren wissen, dann kann ich da nochmal ein gesondertes Video zu machen und da auch nochmal ausführlicher drauf eingehen. Ansonsten findet ihr unten in der Videobeschreibung aber auch nochmal eine Playlist verlinkt, in der ich euch alle Videos, die ich bereits zu Affinity Photo gemacht habe, nochmal zusammengefasst habe. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gerne den Kanal, damit ihr kein Video zum Thema Fotografieren verpasst. Und ansonsten danke ich mich bei euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!